running scams on the street since I was 10. Willkommen zur Star Wars Show Wohnzimmer aus der Gruppe Facebook Star Wars Community Wohnzimmer. And I was kicked out of the Flight Academy. Ihr seid mir total recht herzlich willkommen heute bei dieser Ausgabe. Wie ihr seht, habe ich mir das T-Shirt schon besorgt. Ist ja Sommer, draußen ist es verdammt warm. Star Wars. Es geht um Han Solo. For having a mind of my own. I'm gonna be a pilot. Es geht um Han Solo. Und zwar, gerade so eben hier mitbekommen, nicht nur, dass so ein kleiner Hund hier, ne, so herumläuft. Bisschen Musik muss sein. Könnt ihr ja alles in der Community sehen. Best in the galaxy. Hey kid, I'm putting together a crew. Es geht um Han Solo. Es geht um Han Solo. Han Solo heute, soeben mit Cinemax gesprochen, an zweiter Stelle. An zweiter Stelle von Kartenverkauf. Infinity War war ja schon ruckzuck. Aber an zweiter Stelle ist jetzt Han Solo. Ja. Yeah. An zweiter Stelle ist im Vorverkauf Han Solo. Und heute sprechen wir über Han Solo. When? That's yes. So, Han Solo kennen wir jetzt an wie verschiedenen Clips. Wie auch diesen. I might be the only person. Who knows? What you really are. Und jetzt sind wir bei den Star Wars News. Die Star Wars News bedeutet eine Spaltung zwischen Marvel und Star Wars sowieso. Und jetzt ein leider auch durch E8. Ja, ist ja gut. What's that? Get ready! I thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. E8 hat es gebracht. Ich versuche. Aber es gibt so viele Fans, so wie sie hier. Eine Saber-Tänzerin. Star Wars ist auch disco-fähig geworden. Also sie tritt schon damit auf, so ist das nicht. In verschiedenen Diskotheken ist sie Michelle Smith. Michelle Smith. So, was gibt es denn noch? Es gibt eine Menge. In der Community sind natürlich verschiedene Sachen veröffentlicht worden. Ja, der besagte Clip, wo ich da so getan habe, als ob, und da ich festgestellt habe, dass diese Kamera GVC mit dem Samsung hinter mir 3D sowieso nicht konform, deswegen habe ich sie jetzt sein lassen, weil es sieht dann nicht aus. Ihr wart der Meinung, lauter Raubkopien, das war aber nicht. Hier läuft alles normal. So, die Maschinerie ist hier. Ich freue mich, dass schon 4 da waren. In allen Altersgruppen da waren. Und wie gesagt, es geht um Han Solo. I'm gonna be a pilot. Best in the galaxy. Heard about a job. Big shot gangster putting together a crew. Who are these guys? Han Solo. Lando Calrissian. Whoa, is that a Wookiee? On May 25th, if you come with us, you're in this life for good. You in? That's yes.
Solo, A Star Wars Story. Rated PG-13. Han Solo kann man auseinandernehmen, Pünktchen für Pünktchen. Ich habe euch auch die Originalaufnahmen gezeigt, wie gedreht wurde. Ich könnte mein Tier was raussuchen, wenn ich da hinkomme. Ja. Also, mir macht Han Solo schon jetzt Spaß, die ganze Zeit. Nicht nur, weil es ein Western ist, sondern weil es Star Wars ist. Ich habe, wie ich schon sagte, mir ein wahnsinnig gutes neues Gerät besorgt. Auch die hier, eine 4K. Mit der hatte ich ja schon gedreht. Ich habe außerdem drauf gedrückt. Jetzt suche ich mal Han Solo. Han Solo! Ja, ich liebe Google. Han Solo! Han Solo! Jetzt sprechen, ich habe gesprochen. Informationen über Solo A Star Wars Story zeigt es von mehreren Spin-offs, die zusätzlich zur neuen Star Wars Trilogie geplant sind. Cool, ne? Das ist Google! Das ist so genial immer. Ach, das macht richtig Spaß. Ne, habt ihr ja gerade gesehen. Han Solo, mehrere Spin-offs. Ja, drei Stück hat er auch von vornherein gesagt. Und nicht jetzt, sondern im Jahr 2016. Aber egal. Han Solo soll eine Trilogie werden. Das war auch immer so angesagt. Wer die ganzen Conventions gesehen hat, der weiß es. Mal schauen, ob ich einen reinkrieg hier. Also ich bin von Han Solo überzeugt, nicht nur von den Trailern, die ich hier zwischendurch einblende und die ich jetzt auch versuche hier abzurufen. Tablet ist momentan nicht so schnell wie sonst, weil zu viele Maschinen hier an sind. In einem Wohnzimmer über Han Solo reden, ich brauche euch an sich ja gar nicht zeigen, weil ihr kennt ja schon alles. Aber es macht halt... Ja. Macht viel Spaß. Han Solo war nicht so recht. Ah, ist das klasse, ey. Ich habe alle hier jetzt gespeichert. Kann ich mir jetzt abrufen. Verschiedene Spin-offs, ist klar. Aus den ganzen. Ich habe auch schon die neue Sache hier. Star Wars News ist das Story für Episode 9. Handlung soll 5 Jahre vorher stattfinden. Kylo Ren soll in Rey verliebt sein oder beide haben sich verliebt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Mir gefällt immer noch Battlefront 2 als Film. Macht ziemlich viel Spaß da reinzuschauen. Es, wie gesagt, auf die Beamer zu parken. Auf große Leinwände. Jetzt spreche ich alle Home-Kinosisten an, die ein eigenes Home-Kino haben, nicht nur einen Fernseher. Die also voll ausgestattet sind mit der neuesten Elektronik. Jetzt kommt mir nicht, weil ich eine Firma bin. Ne? Ist klar. Als Firma muss ich es haben, sonst klappt das nicht. Star Wars. Du bist doch hinter etwas her. Ist es Rache? Geld? Oder etwas anderes? Du siehst gut aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut. Ich hätte einen Job. Du Wahnsinns-Gangster. Ich stelle eine Crew zusammen. Ich bin Fahrer und ein Flieger. Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Kannst du uns ein Schiff besorgen? Ja, ich kenne einen. Er ist der beste Schmuggler in der Gegend. Hab da ein Gerücht über dich gehört. Ist das wahr? Einfach alles, was du über mich gehört hast, ist wahr. L3! Zerquetsche ihm nicht das Gesicht. Wer sind diese Typen? Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen. Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby. Ich geb dir mal einen Tipp.
Rechne damit, dass dich jeder betrügt. Und dann wirst du niemals enttäuscht sein. Ich habe ein ganz großartiges Gefühl. Seit wann kannst du denn fliegen? 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten? Volle Energie! Was ich so stark an Star Wars fand, ist dieses Century Fox, dieses Dum 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 Bum. Und danach THX. Ja. Ja. Han Solo steht vor der Tür. Beim Dreh war sogar George Lucas zu Gast und brachte Ron Howard dazu, einen Gag einzubauen. Ein Video zeigt den hohen Besuch. Ja. Wie gesagt, George Lucas hat nicht alles. George Lucas hat nur einen Witz eingebaut. Und diesen Witz soll man dann irgendwann mal erkennen. Warum das gute Stück jetzt... In fact, I felt nothing but supported. It was great to have him there. I was even kind of prodding him. And he finally gave me a good idea about a little Han Solo behavior. So we could even say he pitched in. He's always shown a lot of confidence in me and support. And it's meant a lot over my career. His friendship means everything. It's a thrill to be in all of this and working with this tone, with this style. One of the things that I really discovered, having always been a fan, I really did not appreciate how... So langsam ist, weiß ich nicht. Ich vermute, wie gesagt, zu viele Maschinen. Ja, und zu viele im Netz. Und hier ist das ganze Haus vernetzt. Also George Lucas war am Set, haben wir die Bilder, haben wir ja gesehen. So, wie gesagt, es ist ein bisschen langsam hier heute. Deswegen blende ich immer zwischendurch ein. Complicated the sort of the harmonics of the way these movies entertain us really is. Yeah. So it looks simple, it looks fun, it's playful, it's exciting, it's got heart, all of those things. There's all of these other things that you have to hit. And you put them together along with the technical cinematic mastery that is required in order to tell these stories this way. It's an entirely unique kind of storytelling experience from a director's standpoint. And as fans, we're not meant to think about what it takes to make the movie. We're meant to just lose ourselves in it. Right. And I was reminded that, of course, there's a lot that goes into this, but... Also während ich hier rumspiele, kriegt ihr da so einen Clip und dann ist Han Solo zu sehen, auch George Lucas. Habe ich ja, wie gesagt, veröffentlicht. Also noch einmal, er hat nur einen Gag gemacht, ja? Er hat nur einen Gag gemacht und dieser Gag wurde eingebaut, weil er zu Robert gesagt hat, du, Han Solo würde da so reagieren. The ultimate outcome, goal, is take people on an adventure. All right, so we have a game that we want to play with you. Okay. This game is called Hans or the Fonz. Okay. I'm going to ask you these questions, and the answer is either Han Solo or the Fonz. Okay. Appears in a series with a catchy theme song. Oh, wow. No? Ich meine, das ist Ron Howard. Ist ein erstklassiger Regisseur, hallo, Oscar und so weiter, also es wird schon klappen, ja. So, wie gesagt, ich habe eine funkelnagelneue Anlage hier und deswegen klappt das alles wohl nicht. Das ist leider Samsung Pad 3, ist nicht die neueste Technologie. Dieses Gerät hier ist Fuji Siemens, auch nicht die neueste Technologie, aber da und da und vor allen Dingen dort ist die allerneueste Technologie. Aber jetzt habe ich ihn. Ich blende euch aber ein. Sorry, that was a trick question. Yeah. The answer is Lando Calrissian. Oh!
Okay, you know what? I'm gonna go with that, because okay. Lando is awfully damn cool. He's so cool. Yeah. All right, last question. Could be described as disreputable and or a rebel. Can we just call it a draw? Sorry, it's one or the other. These were very thoroughly researched. Han Solo? Sure. She gave me one. Well, you didn't do very well on that. But there's one more thing that we would like to play with you that I think you can redeem yourself on. Okay, I want to redeem myself. Okay, cool. Okay, Andy, because I failed so miserably at the Hans or Fonz game, which we all know was entirely rigged, right? Okay, but despite that, yeah, I was miserable, and I'm going to try to make it up to you, all right? So here we go. So your history with George and with Lucasfilm dates all the way back to American Graffiti. What was it like working with Lucasfilm again and having George on set while you were making this film? George came and visited on day one, and he was hanging out. Sure. Die Fälschungsstraße, ja, wir kommen als Überraschung rein, ist klar. Ja, das haben wir auch als Video. Ich finde es klasse, also ich finde. Also ist klar, also ist Han, es ist George Lucas Baby, da geht kein Weg dran vorbei. Und das wisst ihr genauso. Also, um jetzt eine tolle Sendung hinzubekommen, mit mehreren, über Han Solo zum Beispiel zu sprechen. Ihr habt Angst vor Spin-Offs, ich liebe Informationen, ich bin Informationsjäger, ich schaue mir alles an, weil mir das tierisch viel Spaß macht, am Laufenden zu sein. Ja? Bei den Verrückten ist jetzt Spin-Verbot, also Sprechverbot, ihr dürft also über Han Solo nicht reden. Bei uns in der Community dürft ihr reden, ihr dürft reden. So, der Vorverkauf läuft und deswegen habe ich das heute angemacht. Der Vorverkauf ist auf Platz 2. Ist der Karten verkauft. Meiner einer wird also an den Laudatio-Tag auch da reingehen, nach Feierabend. In das Cinemax. Und wer mitkommen möchte, das ist das Cinemax im Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim an der A40. Wer da in der Nähe wohnt, Klaus, du zum Beispiel, Leverkusen hat schon. Yayushi hat mir vorhin gesagt, dass er die Karten schon hat. Ich schaue mal, ob ich mit Marc reingehen werde. Marc und ich wollen ja noch ein tolles Wohnzimmer bauen, damit er noch besser wird wie jetzt. Wie gesagt, das war jetzt hier mein Mini-Clip heute über Han Solo. 2. Platz im Verkauf der Karten, Vorverkauf der Karten. Ich finde es immer noch toll, dass Star Wars nach 41 Jahren immer noch so gut ist. Relativ. Infinity bzw. Avengers. Hallo, das sind 38 eigenmächtige Figürchen, ja, gegenüber von DC auch eigenmächtige Figürchen, Superman, Batman und Batgirl und Catwoman und ja? Ja, und Avengers bis hin zu Legends, Marvel, S.H.I.E.L.D. und wie die alle heißen, ist halt eine Menge. So, wenn dann ein Bösewicht kommt, der die Welt unterjochen will, naja. So, hier ist nur Star Wars, Krieg der Sterne. Bleiben wir einfach bei Krieg der Sterne, sagt das Wort schon. Und sollte das sich bewahrheiten in 9, 5 Jahre weiter. Okay, sind 5 Jahre weiter. Keiner interessiert sich mehr für die Rebellion. Ich glaube, Johnson hat es ja auch geschafft, die ganze Rebellion zu töten. Ne? Kaputt zu machen. Ich meine, für einen so einen blöden, ne? Ihr wisst schon. Egal, hätte ich auch nicht gemacht als... Aber egal, müssen wir durch. Es gibt natürlich jemanden, der Skripte liest, und weil er Skripte liest, veröffentlicht er die auch, aber ich vermute, das ist ein altes Skript, weil Leia soll da die Hauptrolle spielen und wir wissen, Leia ist nicht mehr da, beziehungsweise Gary Fisher ist nicht mehr da. Vielleicht wird diese Figur, vielleicht wird die Figur anders besetzt, es gibt ja einige, ne, von Fleetwood Mac, die Leadsängerin, die ist nämlich auch gerade frisch wieder on stage. Kann sein, dass sie dann das Ganze machen wird. Vielleicht, weil die sieht ihr absolut ähnlich. Oder jemand anders macht Lea. Ich meine, die jetzige Hollywood-Größen, denen ist das egal, denen ist das wurscht, wer da wen was spielt. Ja? Bei Marvel und bei DC werden so viele Leute immer umgebastelt, besonders bei Marvel. Ja? Spider-Man zigmal verschieden, den Hulk verschieden. Dann wieder ein Recall, dann wieder ein Reboot. Das könnte sicherlich auch irgendwann mal
bei Star Wars passieren. So, Han Solo, ich meine, ich habe mir einige T-Shirts besorgt hier. Als Han Solo finde ich gar nicht mal so schlecht bei der Witterung. Ah, diese Sommerwitterung ist eine schöne Geschichte. Habe noch ein paar andere schöne Sachen bestellt, worin ich dann versuche mal aufzutreten und irgendwie eine tolle Sendung, ja, eine tolle Sendung zu machen. Also, ich mag THX. Oder nicht? Ich mag IMAX. Oder nicht? Ich mag Central Fox. Oder nicht? Also diese drei Komponenten sind ja schon der Knaller überhaupt, ins Kino zu gehen. Diese Atmosphäre, ja, diese Emotion. Emotion, das ist das Wichtige, was es gibt. Ohne Emotion einen Film zu sehen, nein, danke. Ich wurde soeben gefragt, siehst du nur noch 3D? Ja, ich sehe nur noch 3D, weil 2D habe ich lang genug geguckt. Jetzt kaufe ich mir alles so 3D, die besten der Filme schaue ich mir in 3D an. Was es nicht in 3D gibt, ist klar, schaue ich mir in 2D an. Brauche ich mich nicht wiederholen, natürlich, ich schaue alles. Auch die Nachrichten, ich habe hier ein Pad, da habe ich leider alles in 2D und bin froh, wenn das Ding mal angeht. Ich finde das so toll mit Google. Ah, ich liebe es. Han Solo, ach ja, sprechen Sie jetzt. Han Solo, der Film. Und? Ohne was zu sagen, ist es natürlich gekommen, vorhin hat sie gequatscht. Also, es sind einige Supertrailer, fast 30 TV-Trailer aus Amerika. Amerika hat also 30 TV-Trailer bekommen, da ich kein Fernsehen sehe. Weiß ich nicht, ob hier in Deutschland sowas war. Ob ihr hier in Deutschland irgendwie, deswegen darf ich dazu gar nicht sagen. Ich sehe kein Fernsehen. Mich interessiert Fernsehen nicht mehr. Was da gezeigt wird, ist für mich keine Unterhaltung. Unterhaltung ist das, was ich mir raussuche, was mir persönlich gefällt. Wenn ihr so ein Druide da, den LR3, der da Blödsinn macht. Den gibt es nämlich auch mittlerweile hier. Ne? Den. So, Problem ist das Kaufen. Man kann nicht alles kaufen, leider. Auch die Uniform, die Han Solo anhatte, kann man nicht kaufen. Im Moment noch nicht. Die Figur bei Jack Pacifics gibt es auch noch nicht. Jedenfalls nicht hier. Hier in Deutschland, in Amerika. Amerika oder in England kann man alles kaufen. Es ist schade, dass das so ist. Müssen wir aber durch. Also wie gesagt, Marc, ich freue mich mit Marco. Ich freue mich, mit dir dieses Wohnzimmer zu machen. Und Yayushi kommt auch dazu. Nach Han Solo legen wir los. Und dann reden wir darüber. Und ich muss nur gucken, dass das so richtig gemütlich wird. Und dass auch ihr Lust habt. Dass auch ihr Lust habt, diese Sendung zu sehen. Ja. So, ich tue es mal weg. Verabschiede mich. Wünsche euch einen tollen Sonntag. Wie gesagt, an zweiter Stelle. Es haben so im Vorverkauf und das macht tierisch viel Spaß zu hören, dass das so ist. Ich lasse mal stehen, da kann ich ein paar Sachen einblenden. Ja, das ist halt so. Ich mag das Ganze. Ich mag es so, wie es ist. Ich werde Teufel tun und Kritik üben, weil das ist Star Wars. Das ist die Verantwortung. Und die Verantwortung bleibt bei Disney, beziehungsweise bei Lucas, bei Kennedy, die will unbedingt weiblich, 50% hat sie schon weiblich. Ich finde es so toll, dass Han Solo immer noch ein Mann ist. So, ich bin wieder putsch. Ich wünsche euch was, wir erleben uns. Noch ist alles nicht die Sendung. Das sind alles so, von mir aus nennt es Spin-off, nennt es Werbung, egal wie ihr es nennt, ist mir egal. Umso döver ich rüberkomme, umso besser ist es für euch. Ich habe heute versucht, mal wieder normal rüberzukommen. Deswegen sind dann vielleicht nur ein paar, die das wieder gesehen haben. Nur wenn ich schräg rüberkomme, so richtig schräg rüberkomme, dann habe ich natürlich Zuschauer ohne Ende. Aber so ist das Netz nun mal. Man muss halt schräg sein oder irgendeiner Gilde angehören, dann klappt das. Ansonsten ist das alles nur Quark. Und so bin ich weg. Euer Han Solo, euer Aria Solo in seinem neuen Kostüm. Finde ich nicht schlecht. Ja. Brusthaare, nicht schlecht. Ah, macht Spaß. Okay, macht's gut.
failed me for the last time.